und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder in Wadenfell, wie man im Hintergrund schon an diesen komischen Quarma-Viechern hier erkennen kann. Und wir befinden uns jetzt rechts auf der Karte, wo wir hin sollten. Und zwar müssen wir Barilsars Turm untersuchen. Da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie wir da überhaupt reinkommen. Ich meine nämlich, das war von unten irgendwo hier der Eingang. Hier kommen wir zumindest hoch. Ja, das sieht gut aus. Können wir auch direkt mitnehmen. So, da ist er. Was für ein Missvergnügen, was für eine Enttäuschung. Nichts klappt, obwohl jede Berechnung präzise war. Und jetzt auch noch eine Unterbrechung. Wie ärgerlich. Wartet, wartet! Manchmal dreht sich das große Zahnrad von einer großen Verdrossenheit unmittelbar weiter zu einer günstigen Gelegenheit. Wisst ihr irgendwas über göttliche Energie? Göttliche Energie? Ich lasse euch hiermit wissen, dass ich an Fürst Sotasils neuen Analysen der erhabenen Enigmata teilgenommen habe. Aber wir haben Wichtigeres zu tun. Ich bin dabei, die Korrelation zwischen Farbe und Zeit zu bestimmen. Und ich könnte jemanden brauchen, der mir zur Hand geht. Wenn ich helfe, werdet ihr dann meine Fragen beantworten? Ein wechselseitiger Austausch? Interessant, interessant. Ja, ich erkenne die Vorteile einer derartigen Vereinbarung. Nun gut, aktiviert einfach die Kristalle in der richtigen Reihenfolge, während ich den Energiefluss moduliere. Dadurch wird die Chance einer Explosion minimiert. Was soll ich nochmal für euch tun? Was für eine Verschwendung, Worte wiederholen zu müssen. Aktiviert die Kristalle in der richtigen Reihenfolge. Achtet dabei auf die Farben, wie bei einem Regenbogen. Wenn ihr einen Fehler macht, dann setzt den Mechanismus mit dem Hebel dort zurück. Es sei denn, vorher explodiert alles. Super. Ihr werdet überrascht, wie oft das vorkommt. Wie bei einem Regenbogen. Verstanden. Ja, und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Moment, jetzt haben wir lila, grün, gelb, blau und rot. Wenn mich nicht alles täuscht, fängt es bei rot an mit dem Regenbogen. Weiter so. Hier unten ist komischerweise nichts drin. Das ist ein bisschen seltsam, weil eigentlich müsste jetzt orange kommen. Das nächste wäre dann gelb. Richtig. So weit, so gut. Dann kommt grün. Ihr seid wie ein Uhrwerk. Was sind wir denn hier? Dann kommt blau. Na dran, sehr nah. Einer fehlt noch. Und lila. Ich liebe es, wenn Zahnräder sich ausrichten. Ne? Perfekt. Das sind die Vorzüge von einem zusätzlichen Satz Gliedmaßen. Die Energie fließt frei und ohne Störungen, sodass die Stäbe und Kolben sich höchst harmonisch ausrichten können. Hab Dank. Warum wollt ihr denn nun etwas über göttliche Energie wissen? Tja, ich wurde hergeschickt, um euch zu fragen, was ihr über die Übertragung göttlicher Energie wisst. Hergeschickt? Wie interessant. Ich dachte gerade an meinen ehemaligen Meister Sotasil und die Experimente, die wir durchgeführt haben. Er hat verzweifelt versucht, die Macht zu verstehen, die er und seine Gefährten erlangt hatten. Insbesondere ging er der Frage nach, ob diese Macht flüchtig sein würde. Ist Sotasil zu einem Schluss gekommen? Nicht, solange ich sein Assistent gewesen bin. Er hatte ein Werkzeug, mit dem er kleinste Mengen seiner eigenen göttlichen Energie absaugen konnte, um sie zu untersuchen. Sie ließ sich nach Belieben extrahieren und wieder integrieren. Ich bin mir nicht sicher, was aus dem Werkzeug wurde, aber hier sind meine Notizen aus jenen Tagen. Diese Notizen sollten hilfreich sein. Kann ich euch noch ein paar Fragen stellen? Noch mehr Fragen? Nun, Fürst Sotasil sah Neugier immer als Zeichen intellektueller Überlegenheit. Daher schätze ich, dass ich es genauso halten sollte. Fragt, und ich werde versuchen, die Zahnräder eurer fortlaufenden Ausbildung fester zu ziehen, so gut es eben geht. Das Werkzeug, das ihr erwähnt hattet, ist es eine Waffe? Eine merkwürdige Frage. Ist ein Hammer eine Waffe? Eine Säge? Ein Federspanner der Dwema? Nein, es war lediglich ein Werkzeug, ein Gerät, das Sotasil erschuf, um ihn bei seinen endlosen Experimenten zu unterstützen. Ich könnte mir vermutlich einige Methoden überlegen, um dieses Gerät etwas umzubauen,
Doch zu welchem Zweck? Hm? Aber auch ein Hammer, eine Säge und vermutlich auch der Federspanner können zur Waffe werden, wenn man sie richtig einsetzt. Wisst ihr, wo das Werkzeug jetzt ist? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Werkzeuge bekommen oft Beine, wenn man nicht wachsam bleibt. Ich hatte mal einen Guar, der immerzu Werkzeuge verschluckte, wenn ich nicht hinschaute. Er leuchtete dann einen Monat lang, bis die Verzauberung verging und er das Werkzeug wieder ausschied. Ihr hättet die Schreie hören sollen. Oh. Ihr habt mit Sotasil gearbeitet? Ich war sein Lehrling, doch das ist viele Jahre her. Ich arbeitete eine gewisse Zeit lang in der Stadt der Uhrwerke. Dort habe ich einiges über Energieübertragungen, Dwemer-Maschinen und mechanische Symmetrie gelernt. So wurde ich zu dem Dunkelelfen, der ich heute bin. Aber ich habe eine Frage. Wer hat euch geschickt? Erzkanoniker Tavus hat mich geschickt. Der Erzkanoniker? Fürst Vivex, Hohepriester? Plötzlich greifen die Zahnräder ineinander. Mir fallen zahllose Gründe ein, warum Alm und Wie etwas über Sie und seine Werkzeuge wissen wollen könnten. Aber manche Türen sollten einfach niemals geöffnet werden. Erzählt mir mehr über Sotasil. Er ist der Vater der Mysterien und der Architekt der Zeit. Ein Mitglied des Tribunals der drei lebenden Götter der Dunkelelfen. Er erschuf alle möglichen hilfreichen und faszinierenden Maschinen, wie etwa die Stadt der Uhrwerke. Ich habe meinen alten Meister seit vielen Jahren nicht gesehen. Was ist die Stadt der Uhrwerke? Sie ist ein greifbares, wahrgewordenes Wunder. Voller Messingtunnel, Glaskuppeln und riesiger Zahnräder. Die Dwemer mögen ihn zu diesem Werk inspiriert haben, aber die Stadt der Uhrwerke ist dennoch ganz und gar Sotasils Werk. Er erschuf sie, um die Zukunft zu schmieden und die Welt neu zu formen. Ich habe dort vieles gelernt. Na gut, dann kehren wir mal wieder zurück. Fremdländerin, hier drüben! Jo, Moment, wir kehren noch nicht zurück. Das wird einiges an Mühe kosten, also hört gut zu. Wir haben ein Problem hier. Kehrt sofort in meine Amtsstube zurück. Das wollte ich doch gerade. Na gut, okay, dann machen wir das jetzt. Und zwar ohne weitere Unterbrechungen, wie ich hoffe. Wenn ich denn hinüber zum Wegschrein komme. So. Dann können wir nämlich auch direkt zu ihm porten. Frage ist nur, was hat er für Probleme? Jo, wir gucken nochmal schnell. Eine Anrichte, sehr schön. Endlich! Habt ihr gesehen, was draußen vor sich geht? Der rote Berg grollt lauter und öfter. Der Himmel verdunkelt sich immer mehr. Und was am schlimmsten ist, langsam fällt es den Leuten auf. Bald werde ich die Ordinatoren antreten lassen müssen, um die Palasttore zu bewachen. Ist das der Notfall? Die Leute wollen Fürst Vivek sehen? Zum Teil. Fürst Vivek geht es nicht gut. Ich werde nicht zulassen, dass seine Anhänger ihn in diesem Zustand sehen. Er verliert weiterhin Energie und es wird schwierig für ihn, das Reich in der üblichen Art und Weise zu erhalten. So, was hat eure Ermittlung aufgedeckt? Ich habe die drei Orte untersucht. Folgendes habe ich erfahren. Ich werde diese Dokumente studieren und meine Ergebnisse Fürst Vivek präsentieren. Ich war dagegen, euch in die Untersuchung hineinzuziehen, aber ich hatte Unrecht. Vielen Dank, dass ihr uns helft. Ihr solltet jetzt Fürst Vivek aufsuchen. Er hat nach euch gefragt. Ich komme gleich nach. Ihr werdet einfach nur die Notizen lesen? Ich dachte, wir könnten über das sprechen, was ich erfahren habe. Nun gut. Erzählt mir, was ihr an jedem der Orte erfahren habt, und dann sehen wir, zu welchen Schlüssen wir kommen können. Baril Tsar hat mir von Sotasils Experimenten mit göttlicher Energie erzählt.
Er gab mir seine Notizen. Varilsar diente treu Sotasil. Er ist im Tribunal ebenso ergeben, wie ich es bin. Er würde Fürst Vivek niemals absichtlich schaden. Doch dieses Werkzeug, das er erwähnt hat... Vielleicht könnte einer der Priester, die Vivek fortgeschickt hat, in den Tempelarchiven nach weiteren Informationen darüber suchen. Vivek hat all seine Priester weggeschickt? Fürst Vivek möchte nicht, dass seine Anhänger ihn in diesem geschwächten Zustand sehen. Nur ihr, Kanoniker Levule, und ich selbst dürfen jetzt noch in den Palast. Da wir gerade vom Palast sprechen, Fürst Vivek möchte euch sehen, wenn wir hier fertig sind. Ein Aschländer namens Chodala stachelt die Stämme auf. So steht es in euren Notizen. Und diese Serien hat euch unterstützt. Interessant. Die meisten Aschländer möchten nichts mit dem Tribunal zu tun haben. Trotzdem werden sie nur selten aggressiv. Ich würde sagen, diesen Chodala sollten wir im Auge behalten. Falls wir einen entbehren können, schicke ich einen Wappenträger nach Aldrun. Chodalas neu entdeckte Kraft könnte etwas mit Viveks Problem zu tun haben. Interessante Theorie. Vielleicht kann Chodalas Stab Viveks Energie stehlen, aber für mich ist es kaum vorstellbar, wie ein Aschländer so etwas vollbringen könnte. Fürst Vivek meinte, der Entzug wäre nach eurem Aufbruch noch stärker geworden. Er sieht nicht gut aus. Kultisten haben die Mine außerhalb Balmoras übernommen. Von dem ausgehend, was ihr herausgefunden habt, wage ich zu behaupten, dass es eine Verbindung zwischen dem nikotischen Relikt und dem Werkzeug gibt, das Varilsar erwähnt hat. Und es scheint, als hätten die Aschländer-Diebe eine Verbindung zu Chodala. Eure Beweise lassen nur diesen Schluss zu. Chodala benutzt Sunra, um Viveks göttliche Energie zu stehlen? So scheint es. Fürst Vivek tut sein Bestes, um sich nicht zu beklagen, doch ich sehe, wie viel Kraft ihn der Entzug seiner Energie schon gekostet hat. Allein schon euch wiederzusehen hat seine Laune merklich verbessert. Und die Fortschritte, die ihr bei eurer Untersuchung gemacht habt, sind außerordentlich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell zu Fürst Vivek. Bevor er uns hier gleich noch komplett wegkippt. Weil er meinte ja, ihm geht es überhaupt nicht gut. Ich verlange, dass ihr Platz macht und mich Fürst Vivek sehen lasst. Fürst Vivek empfängt heute keine Besucher. Es tut mir leid, aber ich darf durch. Fürst Vivek. Mein Fürst, bitte. Lasst mich Hilfe holen. Vielleicht kann einer der Heiler euch helfen. Schmerz erträgt man am besten für sich. So steht es in der 37. Ballade. Es muss etwas geben, das ich tun kann. Ihr könnt den Erzkanoniker rufen. Er sollte hören, was unsere Freundin Heus bringt. Der Strom fließt ins Meer, so wie die Göttlichkeit aus mir heraus. Braucht noch etwas Arbeit. Wie ihr sehen könnt, verliere ich Energie, und das hat mich durchaus aufgebracht. Habt ihr Fortschritte bei der Ermittlung der Quelle meiner Unannehmlichkeiten gemacht? Ich glaube, dass ein Aschländer namens Chodala für euren Zustand verantwortlich sein könnte. Ein Aschländer? Das klingt unwahrscheinlich. Aber ich vertraue euren Instinkten. Wir müssen mehr über diesen Chodala und den uralten Feind herausfinden, der ihm hilft. Nehmt das hier. Ein weiteres Zeichen meiner Anerkennung. Und sieh an, hier kommt auch schon der Erzkanoniker. Ja, und wir halten schwere, robuste Schuhe. Mein Fürst, die Fremdländerin könnte tatsächlich etwas entdeckt haben. Okay, mehr sagt er nicht. Nach einem längeren Blick auf die von euch mitgebrachten Dokumente muss ich eure Einschätzung teilen. Der Aschländer Chodala hat irgendwie göttliche Energie von Fürst Vivek abgezweigt. Ihr wisst also, wie man Fürst Viveks Macht wiederherstellen kann? Nicht wirklich. Aber da wir jetzt wissen, dass es kein natürliches Leiden ist, können wir an einer Lösung arbeiten. Eine, die wahrscheinlich Chodalas Stab benötigt. Wie der Aschländer Sotasils Werkzeug in die Hände bekam und in eine Waffe verwandeln konnte, ist mir allerdings schleierhaft.
Ihr wollt, dass ich den Stab namens Sunara beschaffe? Schon, aber wir müssen vorsichtig sein. Wenn Chodala so respektiert ist, wie ihr es sagt, wäre ein Angriff auf ihn der Beginn eines Krieges, den wir uns nicht leisten können. Geht nach Aldrun und sprecht mit seiner Schwester Serin. Ich vertraue ihr zwar auch nicht, aber sie hat schon einmal mit euch zusammengearbeitet. Ich werde mit Serin sprechen. Geht nach Aldrun und macht Serin ausfindig. Sie muss uns mehr über Chodala erzählen und uns dann helfen, an seinen Stab zu kommen. Ohne ihn können wir Vivek nicht helfen. In der Zwischenzeit muss ich die Bevölkerung beruhigen. Das Volk macht sich Sorgen über Viveks fortwährende Zurückgezogenheit. Was geschieht noch gleich mit Vivek? Hatten wir das nicht schon abgehandelt? Lasst mich euer Gedächtnis auffrischen. Fürst Vivek erduldet stoisch, wie seine göttliche Energie dahinschwindet. Weder meine Behandlung noch seine Verteidigung reichten aus, um das Leck zu stopfen. Deswegen schotten wir ihn nach außen ab, um die Panik möglichst gering zu halten. Aber die Fragen sind ja auch dämlich, die man immer wieder stellen muss, damit es hier weitergeht. Was löst den Verlust von Viveks göttlicher Energie aus? Wenn wir darüber Gewissheit hätten, würden wir euch nicht losschicken, um eine Abmachung mit einem ketzerischen Aschländer auszuhandeln. Meint ihr nicht auch? Chodala muss etwas mit Viveks Energieverlust zu tun haben. Doch das Wie und das Warum bleiben ein Geheimnis. Deshalb muss ich diesen Stab untersuchen. Warum glaubt ihr, dass der Stab wichtig ist? Alles, was ihr aufgedeckt habt, deutet darauf hin, dass der Stab und Sotasils verschollenes Werkzeug ein und derselbe Gegenstand sind. Und er steht offenkundig mit Chodalas neu gefundenen Kräften in Verbindung. Bringt ihn hierher zurück, damit ich ihn untersuchen kann. Der Stab birgt die Lösung. Da bin ich mir sicher. Warum glaubt ihr, dass die Leute in Panik verfallen werden? Erfahrung, Fremdländerin. Erfahrung. Ich habe die Dunmir schon bei der geringsten Provokation gegen die Götter wüten sehen. Wenn sie begreifen, dass Vivek krank ist und seine Kräfte ihn verlassen, werden sie ein Heulen und Zähneklappern anstimmen wie verängstigte Kinder. Rechnet ihr wirklich mit einer derart heftigen Reaktion, nur weil Vivek krank ist? Die Leute vertragen die Gebrechen ihrer Gottheiten nicht sehr gut. Insbesondere deshalb, weil diese Gebrechen einen Ausbruch des Roten Berges ankündigen oder den Absturz des Meteors vom Himmel vorhersagen könnten. Sobald eine solche Furcht erst einmal geweckt ist, verbreitet sie sich wie ein Lauffeuer. Was hält das Tribunal von den Aschländern? Sie versuchen, gar nicht erst an sie zu denken. Die Aschländer sind wilde. Sie weigern sich, die Vorherrschaft Fürst Viveks und des Tribunals anzuerkennen und widmen ihren Glauben stattdessen den verabscheuungswürdigen Daedra. Sie sind schlicht und ergreifend Ketzer. Glaubt ihr wirklich, dass dies zu einem regelrechten Krieg mit den Aschländern führen könnte? Die Aschländer hegen ihren Aberglauben so verbissen, wie die Qama ihre Eier beschützen. Wenn sie Chodala tatsächlich für die Nerevarine halten, dann wird alles, was ihr gegen ihn unternehmt, den Zorn der Stämme erregen. Sprecht mit Serin und horcht nach, ob sie einen Vorschlag für eine andere Herangehensweise hat. Ja, und das werden wir auf jeden Fall tun. Aber da die Folge doch schon vergleichsweise etwas länger geworden ist und ich meine mich zu erinnern, dass da noch ein ganzer Teil kommt, wenn wir nach Aldrun zurückkehren, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.